Pablito dreht da einfach Flips. Ich hab das Gefühl, das wird das letzte Video von mir. Ach du Schande, Digga! Wer schreit denn hier? Das könnte ein sehr wackes Versteck sein, könnte aber auch OP sein. Da wird schon keiner sein. Yo! Wir sind heute im Kinderspielparadies. Und wir spielen eine Runde XXL Verstecke. Aber es geht natürlich wieder um was. Nice. Und das sind die Teilnehmer. Ich bin der Mo, ich bin auch dabei, also Petri Heil. Ich bin gebaut wie Wassermelone, aber süß wie Honigmelone. Ich bin Karin und das ist mein zweites Zuhause hier. Alle hat die Tasche, alle hat die Hose. Ich mach einfach einen Trick. Ihr wisst Bescheid. Ich bin Yvonne und ich kenne das hier in- und auswendig, weil ich habe jeden Geburtstag hier gefeiert. Pro Minute, die sie sich heute verstecken, können die wieder Geld gewinnen. Denn eine Minute im Versteck heißt 10 Euro auf dem Konto. Aber natürlich nur, wenn sie nicht gefunden werden. Oder der Letzte, der gefunden wird. Genau, wenn alle gefunden werden, dann kriegt der Letzte auf jeden Fall was. Also ich bin auf jeden Fall heute hier der Sucher. Tom wird mich mit der Kamera begleiten. Ich werde mich mal auch verstecken, mal sehen, ob Holzi mich findet. Wenn ich gewinne, kriege ich auch das Geld. Stimmt, aber ich sag mal so, ich werde euch alle finden. Mit dieser Brille kann ich selbst im Kinderspielparadies sehen. Das macht keinen Sinn, egal. Was, Bruder? Es geht jetzt los, Freunde. Ihr habt 10 Minuten Zeit, um euch ein Versteck auszusuchen. Ja, ich werde euch aber alle finden. Wir starten die Zeit in jetzt. Hä? Ja, dann geh mal, Digga. Ja, komm weg mit dir. So doof, Alter. Okay, let's go, Leute, let's go. Guck mal, wo alle hinlaufen. Guck mal, ey, wir haben so viel Zeit. 10 Minuten ist so viel Zeit, da kann man mir diese 10 Sekunden noch gönnen, ne? Kannst du uns den Gefallen tun, diese eklige Brille aussieht? Ich mach das jetzt, wenn ihr es wollt. Aber gleich wird die natürlich wieder angezogen, wenn ich im Modus bin, Leute, ne? Pass auf, der Holzi ist gerade da reingegangen, ne? Die erste Idee. Ob hier zwischen noch das geht. So, die Frage ist, wo sollen wir uns verstecken? Ey Digga, 10 Minuten, jetzt erstmal Spaß haben, erst oder? Erstmal Backflips machen, Alter. Ich versuche jetzt hier in den Mülleimer zu krabbeln. Bruder, was passiert da? Hier sucht ja irgendwelche Müllschüssen aus. Okay, wirklich mehr als Zeit. Traum geht in Erfüllung, mal hier Verstecken zu spielen. So, wir haben 10 Minuten. Ich kenne schon mein Versteck und zwar da oben in das Traumschiff. Da oben auf diesem Ring versuche ich mich zu verstecken, aber ich muss erstmal ein paar Backflips machen hier. Ich seh das Spidey. Man kann da ganz leicht durchsehen. Was laberst du, Digga? Ich seh das. Ja. Am Ende des Tages, was soll ich da jetzt spicken so? Ich finde die doch eh alle, ne? Nee. Wir müssen nur einen Blick in diese Richtung werfen und ich flieg auf. Ich versteck mich hier, Holzi findet mich hier nicht. Ich kletter unter so ein Luftding. Komm, nicht, dass die anderen 31er werden. Leute, ich habe mir natürlich schon einen Plan gemacht. Und zwar werde ich nicht in dieses, sondern auf dieses Riesenflugzeug hier gehen. Wo sind denn die anderen, Digga? Die anderen sind alle schon weg. Warum bin ich der Einzige hier? Hä? Pablito dreht da einfach Flips. Pablito, du Flip! Boah, Maschine, der hat gelernt, Alter. Leute, ich habe eine Mülltüte abgezogen, damit ich mich als Mülltüte verkleiden kann. Sag ich mal so, viel fehlt da ja nicht. Einfach gar keiner versteckt sich. Jeder läuft hier durch die ganze Halle und macht irgendwelche Videos. Bruder, der Mo ist so genial. Der Mo da hinten mit dem Müllsack. Nee, sorry, das ist gar nicht Mo, das ist Karin. Ja, alle sind ein bisschen planlos, glaube ich. Hier ist jetzt unser Versteck von Bochum. Hier ist ein Eingang. Wir machen jetzt zu. Ich hätte mir jemanden zum Helfen holen sollen, aber jetzt sind alle schon weg. Ich versuche einfach, hier voll tief drunter zu gehen. Ey, kannst du mir helfen? Ey, ich hoffe, Holzi springt da nicht gleich full YOLO drauf. Ach du Scheiße. Okay, macht das auf gar keinen Fall nach. Wir haben ja hier die Erlaubnis. Hier ist auch keiner, dass wir alles machen dürfen, was wir wollen. Ich kann nur hoffen, dass Lars hier nicht drauf springt und mir das Genick bricht. Also, das ist das Versteck. Ich gehe langsam zu meinem Versteck, denn die Zeit wird knapp. 8 Minuten noch. Könnte sein, dass ich als erst gefunden werde. Das wäre dann ein bisschen Minus. Ich habe Mo jetzt in sein Versteck geholfen. Aber ich brauche jemanden, der mir hilft. Jetzt muss ich erstmal jemanden suchen, dass der mir da hochhilft, Alter. Ja, natürlich. Ey, Meli! Ich brauche deine Hilfe! Du musst mir Räuberleiter geben, bitte, okay. Bruder. Ich bin oben. Jetzt muss ich noch weiter hoch. So, der Holz kommt gleich von dort drüben. Und hinter mir ist mein Versteck. Okay, Leute, ich melde mich live aus dem. Aus der Mülltüte. Ich kriege hier absolut keine Luft und ich glaube, von außen sieht man das komplett, dass ich hier drin bin. Mal gucken, wie lange ich das überlebe hier drin. Oh! Oh!
Oh mein Gott. Aber das ist so todesstaubig. Okay, krass. Ich habe jetzt einfach die Mülltüte hier reingestopft als Schutzbarriere. Keine Ahnung, wie scheiße das aussieht. We will see. Ein, zwei Minuten, dann sucht er auf sich schon. Ich habe Angst hier oben. Das ist verdammt hoch hier. Ich habe das Gefühl, das wird das letzte Video von mir. Wenn hier jemand drauf springt, ich bin am Arsch. Es ist so staubig hier drunter. Es ist so staubig. Ich will jetzt ganz oben. Es könnte ein sehr wackes Versteck sein, könnte aber auch OP sein. Das Offensichtlichste ist manchmal das Unoffensichtlichste. Unser Plan ist es, falls Holz hier wirklich reinkommt und einen wirklich oder uns erwischt, wird einer den anderen opfern und sagen, okay, ich bin hier. Jede Sekunde müsste es losgehen. Aufregung ist am Start. So Leute, es ist soweit. Holz fängt jetzt genau jetzt an zu suchen. Hier nochmal ein kleiner Einblick ins UFO. Und ich bin da drauf. Eine ganze Hüpfburg mit einem Leuchtturm liegt gerade auf mir. Perfekt, Digga. Das motiviert mich jetzt hier schnell wegzurennen. 3, 1, Lego. Stoppuhr. 60 Minuten habe ich jetzt Zeit. Let's go. Da ist er. Da ist er, Alter. Okay, jetzt heißt es abtauchen. Ja, komm, wir machen das System. Wir machen alles Stück für Stück. Das wäre es gewesen, ja. Nee. Er muss nur einen Blick in diese Richtung werfen und ich flieg auf. Komm, wir machen erstmal diese Seite hier weg und dann gehen wir da in diese Kasse. Was denkst du, wer da ist? Was guckst du bei deinen Automaten da? Der will sich wieder nur was holen. Erstmal hier ein bisschen spielen. Ich will ja auch ein bisschen Spaß haben, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen direkt hier einen Euro rein. Ja, Was willst du? Nee, diesen Eck, diesen Hund, das ist ein Hund. Scam, Digga. Scam. Läuft nicht. Okay, vielleicht sollen wir uns lieber auf das Suchen konzentrieren. Ich muss hier alles abgucken, aber doch sich hier einer versteckt, Digga. Ja, ich glaube auch nicht, ja. Okay, jetzt wird's spannend. Haben wir das schon mal weg? Da war logisch, dass sich da keiner versteckt. Jetzt gehen wir da rein. Der sucht gar keinen, der will einfach einmal nur da durchklettern. Bruder, das ist todeseng hier. Oh. Was denkst du, wenn du das siehst? Du siehst, da ist keiner. Ich bin jetzt eingemurmelt hier in meinem Karton. Ich bin echt gespannt, ob der Holzi darauf kommt, hier in dieser letzten Ecke zu suchen, um uns zu finden. Oh mein Gott. Der Junge ist so... Hier passt jemand rein. So ein Showmacher. Oh. Da könnte sogar wirklich jemand runterholen. Also? Ich tanze schon. Ich kann da gar nicht runter gucken. Da wird schon keiner sein. Er hat meine Füße gekitzelt. Und dann sagt er, hier drunter kann keiner sein. Ich glaube, die meisten sind in diesem Fall. Echt? Du kommst denn darauf? Vielleicht, weil die einzigen Verstecke sind. Meinst du, man passt hier drunter? Also, wenn du sterben willst, dann kannst du gleich da runtergehen. Der ist drin. Okay, Digga. Wie das wackelt. Okay, wir gehen weiter hier rein, bevor wir da rein. Ach du Scheiße, Digga, ich wäre hier fast runtergefallen. Man kann das hier auch, glaube ich. Also. Warte, und jetzt gehe ich da rein. Der hat gerade hier drin geguckt. Aber jetzt sollte der nicht nochmal hier drin gucken. Wir gehen jetzt hier rein, Digga. Ach du Heilige, Digga. Ach du Heilige, du kriegst die 15. Ey, wer auch immer hier drin ist, ich hab dich jetzt gleich. Ach du Scheiße, ich muss hier richtig krabbeln, Digga. Was ist das denn? Leute, gönnt euch das, was ich hier mache. Scheiße, Digga. Bruder. Ach du Schande, Digga. Wer schreit denn hier? Komm, ich komm freiwillig runter. Digga, das ist todeserschreckend. Ach du Schande. Eren wurde gefunden. Eren und ich haben eine Wette gemacht. Wer als erstes gefunden wird, gibt dem anderen Döner-Teller aus. Eren wurde gefunden, ich hab den gerade gehört. Aber trotzdem geiles Versteck, Eren, Alter. Muss man ihm gönnen. Okay, weiter geht's. Eren macht immer diese komischen Fakten. Okay, wir müssen uns anschauen. Ey, gönnt wenigstens ein Like für dieses Versteck. Oh mein Gott, Holzi ist da drüben im Klettergehege und er hat jemanden gefunden. Ich habe nur seine Lachen gehört. Wenn Holzi hier nicht mehr nachguckt, dann habe ich gewonnen. Das Return of Spidey's Prime in Verstecken. Also wer auch immer der Erste ist, er wurde schon nach 3 Minuten gefunden.
schwache Leistung. Unglaubliche Szenen, die sich gerade hier abgespielt haben. Holzi und Tom sind hier rein in unser Versteck und Eren hat sich einfach geopfert. Die sind jetzt alle weg und ich liege jetzt hier alleine. Wow, einfach. Eren hat einfach diesen Plan erschaffen und diesen Plan auch gerade geboren. Unglaublich. Und Eren, der Ehrenmann, wurde anscheinend gefunden. Oder er hat mich noch nicht mal gesehen. Digga, was ist das? Oh, hier, denn, da kannst du rein. Hier ist der Eingang. Digga, das sieht aber aus wie was anderes. An was erinnert euch das, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Geh mal rein da, geh mal rein. Digga, was ist denn, Digga? Ey, das ist Holz hier im Bauch seiner Mutter. Holzi kommt auf die Welt. Ein Holzi wird geboren. Holzi kommt auf die Welt. Oh, hier auf. Irgendwo sind hier Leute. Ah, guck mal da. Scheiße, Mann. Bist du krass? Oh, Alter. Das ist stark. Nur weil ich durch dieses kleine Dings da geguckt habe. Komm weiter. Okay, weiter. Wir müssen weiter durchziehen. Dann macht es erstmal kaputt, Alter. Digga, Leute, ich hätte nicht gedacht, dass es so anstrengend ist. Ich kann nicht mehr, Digga. Ich weiß ganz genau, was ich hier brauche. Oh. So, ach, Scheiße. Jetzt sehe ich auch wieder besser. Bruder, meine Beine sind tot. Ich sterbe. Ich muss mich irgendwie anders hinsetzen. Die ganzen Leute, die irgendwo oben sind, können wir jetzt den Tampon machen. Ja, okay. Hast du was gefunden? Bringt halt original gar nichts. Ja, moin. Wo geht's denn rein? Ey, Digga, aber da kannst du doch keinem antun hier. Bruder, wie soll ich denn hier lang mit Kamera? Nimm mal die Kamera. Die Kamera muss ja auch hier hart arbeiten. Ah, mein Rücken, Digga. Oh, Holzi ist so am Kämpfen in diesem Labyrinth da, Alter. Wir waren jetzt überall oben, aber wir waren unten noch nicht. Also du willst mir sagen, dass niemand oben ist? Ich glaube nicht. Oder meine Hüfte tut so weh, als ob ich gleich einen Krampf bekomme. Du willst mir sagen, wir klettern hier überall lang, kommen nicht ein einzigen. Ich finde nicht eine Person, Digga. Einen einzigen drin gefunden. Es kann sein, dass immer, wenn wir in den Röhren sind, wechseln die hier versteckt. Fazit ist, hier ist niemand drin, Digga. Sag ich euch, wie es ist. Nee, Digga, mit, da bringst du ja um, wenn du noch runtergehst. Ich glaube, Yvonne wurde noch nicht gefunden, obwohl die einfach nur da drunter liegt unter diesem grünen Ding. Ich glaube, ich bin auf Fischer safe. Es hat sich gelohnt. Guck mal, wir haben 20 Minuten erst rum. Ich bin nass geschwitzt und ich weiß nicht, wo die Leute sind. Aber wie soll da einer sein, Holzi? Du musst jetzt schlau denken, Digga, da kann ja keiner sein. Da wird auch niemand runter durchpassen. Oh! Nein. Oh, hat wirklich was verrückt hier, Digga. Ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Hier kann keiner sein. Ey, wir spielen doch in einem Team. Ey. Wir spielen doch in einem Team, Mo. Oder vor allem, ich habe daneben gespielt. Ja, ich weiß. Warst du da die ganze Zeit? Ja, die ganze Zeit schon. Digga, ich hab daneben gespielt und hab den nicht gesehen. Das ist krass. Beine sind tot. Ich glaube, es wurden auf jeden Fall schon manche gefunden, weil ich höre die ganze Zeit so ein Geschrei. Ja, irgendjemand wurde gefunden. Und das wäre natürlich auch ein gutes Verständnis. Also einer hat sich hier reingelegt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist so kreativ, Digga. Oh, ich hab keine Luft. Das ist wirklich krass. Digga, ich dachte so, wie das fühlt sich so menschlich an. Wir haben noch Yvonne, Boris, Spidey und Meli. Das Flugzeug sieht mir auch noch zu verdächtig aus, ne? Das steht mir so spanisch hier rum. Nein! Da ist jemand drin! Der muss sich bewegt haben! Ich war die ganze Zeit in diesem Versteck! Ah, okay. Dann sind es noch drei Leute, ne? Wenn Yvonne das Geld gewinnt, bleibt es in der Familie! Hä, hey, was? Meli hat mir geholfen, Ehrenmann. Der hat mir in der letzten Sekunde, keiner war mehr hier, Meli hat mir hier hochgeholfen. Deswegen musst du jetzt Meli verpfeifen. Ich weiß leider nicht, wo er ist. Gerne würde ich den verpfeifen. Ja, ist denn noch jemand reingegangen? Junge, Holzi klopft ja an der Tür und sagt, ist noch jemand hier drin? Und geht wieder weg. 25 Minuten noch. Aber die sind jetzt schon bei 350 Euro. Ja, aber die drei müssen die sich teilen, ne? Warte, gib mal. Ach du Scheiße. Oh, ach, du Schande, nee, Digga. Die gute Käppi. Ganz vergessen, Digga. Also die werde ich verlosen, Leute. Ne? Vielleicht ist jemand da oben. Wir sind genau auf mich gelaufen. Oh, Meli! Nein. Meli!
Ja, Junge! Mach doch keinen Scheiß, Junge! Wie bist du da reingekommen, Mann? Das ist das. Ja. Es ist immer noch zwei. Ich hab gehört, dass sie noch gefunden wurde. Finale, Yvonne gegen mich. Ich bin echt gespannt, welches Versteck das Beste sein wird. Digga, das kannst du keinem erzählen. Digga, da liegt noch ein Socken. Kann mal einer helfen oder so? Ah, du schaffst das schon. Ja, jetzt geht's los. Jetzt geht's wirklich los. Pass auf, Digga. Pass auf. Das reißt nicht. Leute, das ist das, was ich hier sehe. 15 Minuten noch. Wenn ich beide nicht finde, haben beide 300 Euro gewonnen. Ja, Bruder, find mal jetzt, Bruder. Vielleicht ist ja noch jemand. Was ist hier das denn? Nein, Digga, hier ist niemand. Scheiße. Was sagt die Zeit? Eine Minute. Leute, eine Minute und dann haben die beiden Gewinner jeweils 300 Euro gewonnen. Bruder, ich weiß es nicht. Okay. Komm, willst du nochmal einen Sprint anziehen? Boah, das ist so unschlicht. 10 Sekunden. 10. Das ist so unschlicht, Digga. Das schaff ich nicht. Ach, wir halten den einfach fest. Wir halten den fest. 5, 4, okay. 3, Bruder. 2, ich bin gespannt, 1. Wo sie sind, Digga. Und hab gewonnen! Gewonnen! Wie zur Hölle konntest du diesen fetten Hubbel da nicht erkennen? Den Hubbel? Ja. Bruder, das erkennst du nicht, wenn du es nicht weißt. Was meinst du, wer ist da? Ja, Yvonne. Jetzt immer ja. Bin ich nicht einmal voll auf? Ja. Ihr seid so oft auf dem Sprung. Aber egal, du hast 300 Euro gewonnen. Warum bin ich denn genau hier lang gesprungen? Weißt du, wo Boris ist? Jetzt zeig ich ja, wo Boris ist. Ehren, so ein Dreckiger, Alter, der sagt, nö, hier ist keiner, nö. Holzi war da in der letzten Minute. Was? Bruder, das ist anders, Digga. Ich war bis hier. Bis hier war ich. Bruder, guck dir das an. Das kannst du nicht erkennen, Alter. Du musst bis dahin krabbeln. Verdient. Aber der hat auch wirklich verdient, Alter. Die Verstecker, die am Ende übrig geblieben sind, die hatten auch einfach krasse Verstecke. Danke auf jeden Fall an Berus Kinderwelt in Neuss, dass wir hier drehen durften. War richtig geil. Leider habe ich nicht alle gefunden, aber dafür kriegen die Gewinner jetzt ihre Kohle. Dankeschön. Waren wirklich krasse Verstecke, deswegen GG. Lass dein Like da. Der ist fake. Lass dein Like da, wenn wir das auf jeden Fall nochmal machen sollen. Und keine Ahnung, dann irgendwo anders. Feiert euren Geburtstag hier. Yeah. Bruder, guck mal hier, Waschbecken. Ja, Bruder. Hast du endlich mal dein Geschlecht offenbart, oder was? Ja.